Ja, aus diesen Folien kann man richtig tolle Rosen machen. Es ist viel zu schade, die wegzuschmeißen. Ich brauche nicht großartig was kleben. Ich kann die schon als Tüte so benutzen. Also schaut mal im Bekanntenkreis. Vielleicht sammeln ja einige für euch Tüten mit, damit ihr so einen richtig schönen Kranz daraus gestaltet. Also die Blüten werden in einer speziellen Technik gedreht. Die seht ihr dann ja im Video. Mit der Rose könnt ihr Geschenke gestalten, Wände, Türen und vieles mehr. Schön ist, dass man das Material nicht extra kaufen muss. Also dann mal los, trinkt viel Kaffee und fangt an zu basteln. Viel Spaß dabei. So, heute stellen wir ja einen Rosenkranz her und wie eine einzelne Blüte entsteht, zeige ich euch jetzt. Und für eine einzelne Blüte braucht ihr. Und zwar habe ich hier zwei Silberfolien. Die sind richtig schön groß. Die sind aus einer Kaffeepackung und zwar mit 500 Gramm Kaffeemehl. Ich habe hier die von Jakobs genommen. Ich weiß nicht, ihr müsst da mal gucken, ob andere Firmen auch silberne Folien haben. Manchmal sind die auch in Gold, aber ich fand die in Silber jetzt ganz schön. So. Dann braucht ihr eine Pappe, ein Zirkel. Mit dem Zirkel habe ich zwei Kreise aufgemalt und zwar hat der Außenkreis hier einen Durchmesser von 20 cm und der Innenkreis einen Durchmesser von 15 cm. Den schneidet ihr nachher aus, entweder mit dem Cutter oder mit der Schere. Wenn ihr einen Cutter nimmt, braucht ihr noch eine Unterlage. So, dann habe ich den Heißkleber, natürlich die Schere. Hier habe ich einen Einmalhandschuh, den ziehe ich mir gleich an, weil ich mit der einen Hand immer die Rose festhalte. Und dann hält dieses so ein bisschen ab, wenn mal so ein bisschen Heißkleber daran kommen sollte. Nicht, dass ich mich verbrenne. Das Lineal braucht ihr zum Abmessen der Kreise. Und dann habe ich hier noch eine Silberfolie selbstklebend. Da möchte ich den Kreisring mit bekleben. Ihr könnt aber auch eine Alufolie oder ein anderes farbiges Papier aufkleben. So, das sind die Zutaten. So, den Kreisring, den ich hier so aufgemalt habe, den schneide ich aus. Das habe ich schon mal so vorbereitet. Und den beklebe ich mit einer Seite hier mit einer Folie. Ihr könnt ihn aber auch mit Alufolie umwickeln oder auf Alufolie aufkleben und dann die Alufolie rundherum wegschneiden. Ich mache das aus dem Grunde, wenn ich nachher die Blüten aufklebe, schimmert eine andere Farbe durch, sondern nur silbern. Das ist ganz günstig. So, den kann ich jetzt zur Seite legen, dann zeige ich euch mal, wie die Blüten aussehen. Die Blüten sind wirklich XXL-Blüten, die sind richtig schön groß. Die sehen jeweils unterschiedlich aus. Jede Blüte ist natürlich gewickelt und sieht entsprechend immer anders aus. So, wie die entstehen, zeige ich euch jetzt. Also, ich brauche als erstes mal eine Folie, die schneide ich auseinander. Und zwar brauche ich ja einen Untergrund, wo ich meine Rosen gleich aufklebe, damit die auch nicht auseinandergehen. Schneide ich hier das untere Teil ab, was fest ist. So. Die Tüten habe ich natürlich von innen gesäubert. Erst ein bisschen mit Wasser. Mit Wasser habe ich die hier so ausgespült und dann trocken gerieben. So, diese Fläche brauche ich, um nachher meine einzelnen Rosen da aufzukleben, damit die von unten, wie ihr seht, hier so einen Halt bekommen. So, die einzelne Tüte für die Blüte bereite ich folgendermaßen vor. Dieses untere Teil, das ist hier ziemlich fest, dieses verkürzt sich so ein bisschen. Da schneide ich etwas ab. Dann gibt es hier so eine Schweißnaht, wie ihr seht. Die kürze ich auch ein bisschen, aber nur so, dass die Tüte nicht auseinandergeht. So, dann habe ich die schon vorbereitet. Ich muss mal eben gucken, wie weit mein Heißkleber ist. Der braucht noch einen Moment. Wenn der dann soweit ist, zeige ich euch, wie das gewickelt wird. So, jetzt zeige ich euch, wie die Blüte gewickelt wird. Und zwar nehme ich das hier an dieser zusammengeschweißten Naht und
nehme das mal so Ziehharmonika-mäßig zusammen. Ich habe mir schon mal den Handschuh angezogen, weil ich damit die Rose halte, damit ich mich auf keinen Fall verbrenne. So, so kann ich dieses Teil jetzt so schön festhalten. Dann krieche ich mit der anderen Hand in diese Tüte. So, und dieses Teil hier, so jetzt bin ich hier oben drin, das nehme ich mir und drücke das, indem ich das drehe, so da rein. Seht ihr, so richtig schön da rein. Das ist gleich das Innenteil. Das drehe ich hier nochmal. So, und jedes Mal, wenn ich das weiter drehe, halte ich das hier oben fest und drehe das weiter um. Dabei rutscht die andere Hand immer ein bisschen tiefer, hier wie ihr seht. So. Und jetzt forme ich das Außenteil. So sieht die Blüte schon mal schön aus. Jetzt gehe ich hin und setze hier, die Spitze ist von diesem Kleber, von dieser Heißklebepistole super, von hier unten gehe ich nochmal da rein, gebe da ein bisschen Kleber rein und drücke das hier nochmal fest. So, und hier sind ja so mehrere Schichten, damit die nachher auch ein bisschen so halten, gebe ich da auch von innen so ein bisschen Kleber auf und drücke das schon mal an. Dann drehe ich die Rose ganz vorsichtig um. So. Und hier seht ihr die Öffnung. Das ist das Rückenteil. Und damit das von innen nachher schön hält, gebe ich hier überall Klebstoff ein. So. Dann nehme ich meine Folie, gebe hier großflächig Klebstoff auf. Nimm meine Rose, die ich jetzt nochmal hier so ein bisschen zusammendrücke, und drück die hier so drauf. So, und die halte ich jetzt auch einen Moment fest, damit das alles schön festklebt. Ich kann, wenn hier so Sachen überstehen, mit der Schere das noch so ein bisschen andrücken, so, damit auch der Klebstoff mit den Rändern so in Verbindung kommt. Nacharbeiten kann ich das gleich noch. Das muss jetzt einen Augenblick trocknen. Und wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel dieses Teil hier steht ein wenig hoch, dann gebe ich hier noch ein bisschen Klebstoff drauf, so, und drücke das dann so runter. Und das mache ich so lange, bis ich denke, so, jetzt ist die Rose perfekt. So, hier vorne kann ich sie auch noch ein bisschen runterdrücken und festkleben. So, und wenn der Klebstoff dann getrocknet ist, das geht ja bei dem Heißkleber eigentlich ruckzuck. Dann nehme ich mir die Blüte und schneide die aus der Folie raus und schaue dann, wo ich die Ränder so abschneiden kann, die so überstehen. Wenn da Klebefäden sind, die mache ich weg. So, und so fertige ich mir jetzt viele Rosen. Ich brauche natürlich nicht alle, aber diese Rosen, ich habe so viele jetzt gesammelt. Vielleicht können Bekannte von euch auch mitsammeln. Das lege ich jetzt mal hier so ein paar hin. Da suche ich mir gleich die schönsten raus. Und dann schaue ich mal, wie viel ich brauche, wenn ich den Kranz beklebe. Ich lege mir den Kranz hier so hin. Und dann gucke ich mal, wenn ich die so da drüber lege. Ich klebe sie noch nicht fest, ich positioniere sie erstmal. Suche ich mir die schönsten raus. Oder je nach Größe, die sind ja manchmal auch ein bisschen unterschiedlich groß, je nach Drehung. Und dann gucke ich mal, wie das am besten gleich passt. So, jetzt habe ich 6 da drauf, vielleicht schiebe ich sie sogar ein bisschen näher zusammen. So, da, 6. Ihr müsst mal schauen, ob er 6 oder 7, vielleicht nehme ich, das ist eine kleinere, eine etwas größere, seht ihr so. Ich glaube, wenn ich so 6 nehme, ist es auch ein bisschen größer geworden, dann sieht der Kranz schon ganz schön aus. Aber das gucke ich gleich, wenn ich das zusammengeklebt habe. Vielleicht ergänze ich noch eine 7. Blüte, das sehe ich dann. So, und zwar klebe ich jetzt hier auf den Kranz den Klebstoff auf, damit mir nicht die Blüte nachher hier an meiner Unterlage festklebt. So, und dann schaue ich mal,
wie ich sie am besten positioniere. Dann nehme ich die nächste Blüte, streiche hier wieder Klebstoff auf. So. Und dann drücke ich sie da mal so nah ran. Seht ihr, wenn so ein bisschen nochmal von dem Kreisrand durchguckt, macht das nichts, weil das ja eine silberne Farbe ist. So, und so verfahre ich jetzt rundherum. Wie ihr seht, sehen die Blüten natürlich so auch super aus. Man kann da schön ein Geschenk mit gestalten, indem ich da einfach ein dunkles Papier nehme und klebe so eine Rose auf ein Geschenk. Oder ich finde es auch ganz schön, wenn ich einen Kaffeetisch habe und lege einfach Rosen so einfach auf den Kaffeetisch. Das sieht auch toll aus. So, das klebe ich jetzt mal weiter. So, ich habe die jetzt so zusammengeschoben, dass also 6 schon drauf sind von den Rosen und eine 7. noch hier passt. Ihr könnt den Kranz natürlich auch an eine Wand hängen oder an eine Tür, aber ich finde ihn so als Tischkranz ganz schön. Oder man kann ihn so an die Wand lehnen. So, jetzt packe ich hier die 6. Blüte mit rein, die 7. Blüte mit rein. Und dann ist mein Kranz fertig. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Kränze sind immer so meins. Ich finde Kränze toll, weil man die überall hinhängen kann oder auch hinlegen kann oder anlehnen kann. Also versucht es einmal. Ansonsten, wenn ihr nach anderen Bastelideen sucht, könnt ihr mal in meine Playlists schauen, da gibt es ganz viele verschiedene Ideen, was ihr so machen könnt. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und über einen Kommentar auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Bis bald, eure Angelika Kipp.